So, und dann habt ihr noch ein Video vorgeschlagen, und zwar von Dummdich. Ja, ich habe schon ganz oft Videovorschläge bekommen und Thumbnails gesehen. Ich habe aber tatsächlich von den Jungs, sind es überhaupt mehrere Jungs? Ich weiß es gar nicht, ich habe noch nie ein Video von denen gesehen. Ja, weil irgendwie, keine Ahnung, hat es mich viele Sachen nicht so richtig interessiert. Aber, und zwar hat jemand von euch ein Video geschickt, wo es um das Thema G-Klasse versus Bus ging oder sowas. Genau, Tauziehen extrem, Mercedes G63 AMG versus Bus. Ja, und das, Leute, als alter G-Klassenfahrer interessiert mich das natürlich. Wie gesagt, ich kenne die Jungs nicht, wir schauen mal rein, jetzt lerne ich sie kennen. Mein Freund der verrückten Unterhaltung, unser André wollte uns gerne herausfordern mit diesem Gefährt. Okay. Wer es vielleicht nicht sofort erkennt, das ist übrigens die 2018er G-Klasse von Mercedes. Ich bin wieder Busfahrer. Da haben wir den anderen. Stefan ist der Busfahrer. Jetzt ist ja offensichtlich eine Havarie, der Bus ist irgendwie defekt. Ich sehe, da ist schon hinten so ein Abschleppsaal. Okay, ich sehe auf jeden Fall hier nur irgendwie überall irgendwelche Leute, irgendwelche Menschen umherschwenkende Kameras. Er ist, glaube ich, der ist er der Besitzer hier da, gerade den er erzählt hat von der G-Klasse? Ich weiß es nicht. Es scheint so, als wären das auf jeden Fall irgendwie mehrere also, Boys. Ja. Ich habe noch einen Termin. Und zwar, ja, ich habe einen Arzttermin. Und in zwei Stunden. Geht das irgendwo hier oder? Verstehe ich nicht. Er hat einen Arzttermin? Ob der hier irgendwo geht? Wir hätten da so ein Auto zum Abschleppen. Also, wenn das sein muss, dann können was wir. Was ist das denn überhaupt hier für die Linie? Ist das die 92 oder? Nee. Ah, okay, er macht jetzt einen auf Joke und so. Die 43. Die 43. Richtung Norden. Achso, ist mein Auto bei euch in der Werkstatt oder was? Ja, war. Habt ihr Ölwechsel gemacht? Black Racing ist drauf. Habt ihr leistungsmäßig noch ein bisschen? Ja, ist jetzt nicht so mein Humor. Was rausholen können? Ein bisschen. Wir wollten eigentlich ein bisschen mehr machen, aber wir dürfen ja keinen Auspuff da dran bauen. Auspuff? Nee, ich habe ja gesagt, ein bisschen Tuning optisch und dann Software, ne? Alter, Jungs, quatsch euch keinen Zahn locker. Ich will jetzt die scheiß Karre sehen. Oh, ja, ja. Rein, hier oben. Mich würde mal interessieren, ob sein ob's Leasingfahrzeug ist oder sein eigenes. Ja, Kupplung ist da. Wir haben ein extra Dummtüch Sitzbezug aufgebracht. Aber wir können auch mal gerne da drunter gucken. Toll. Ja. Ich glaube sogar, das ist der, den ich gefahren bin. G63 AMG 2018. Den bin ich gefahren damals. Ich glaube, das war der 2018er. Also mal Probe gefahren. Wenn das der ist, warte mal, oder war das? Ich bin damals in G63 AMG auf jeden Fall Probe gefahren, der noch nicht auf dem Markt war. Und ich glaube, das war in dem gleichen Jahr, wo ich meine gekauft habe. Das war 2018. Das war 2018 und das war auf jeden Fall geisteskrank mit der Karre zu fahren, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie viel PS die hat. Aber du hast das Gefühl, du sitzt einfach in einem fucking Rennpanzer. Ja? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn du stark beschleunigt hast, die Sitze quasi hier hinten, die haben so gemacht. Die haben dich so festgehalten, die haben dich so völlig krank. Absolute Vollausstattung. Ist der Abschlepper? Ja. Okay. Sind sie der Abschlepper? Oh, Stefan. Sag mal, wo ist denn der Auspuff hin? Der Auspuff? Da ist ja gar keiner dran. Der hat keinen Auspuff. Ist der kaputt. Ey, der ist aus der anderen Seite, der Auspuff. Vielleicht schon Hybrid? Nee, Elektro. Voll elektrisch. Oh, hören wir gleich. Ja. Funktioniert mit einem Generator. Ah, okay. Das hat ja mit 63 kW. Deswegen auch G63. Ah. Ist so gar nicht mein Humor, ne? Also nicht falsch verstehen, ich kenne ihn jetzt auch nicht so, aber das ist so unangenehm. Generator. Generator 63. Das wissen viele nicht. Und dann, also, nicht falsch verstehen, so, alles gut, aber da, er rennt da jetzt rum, macht während dem Video da die ganze Zeit einen Livestream, da hinten läuft jetzt noch eine Kamerafrau rum, da steht noch einer rum, der Kameramann ist dauerhaft am Rumschwenken. Das stimmt. Viele werden jetzt sagen, ja, wieso, ja, die G-Klasse, so viel PS und hast sie gesehen. Ja, aber Masse, wir haben die Argumente, oder? Wir haben 13 Tonnen dabei. Ja. Zwar nur ein Drittel an PS und Leistung, aber... Ich würde auch fast sagen, dass der... Ich würde beim Tauziehen eher auf den Bus tippen.
absolut koordinierter Dreh, schreibt er im Stream. Ja, es wirkt alles so ein bisschen irgendwie, also, ne, es wirkt irgendwie so ein bisschen, ja, wir machen das jetzt mal und wir machen mal Kamera an, oh, ich mache noch einen Livestream. Oh, hier, die Helga da drüben, die ist auch noch da, film doch mal noch ein bisschen. Nein. Aber heute Morgen ich tippe auf den Bus. Ich bin überzeugt, dass der Bus das ganz locker easy macht. Ich tippe auf den Bus. Die E-Klasse bereits schon einmal fahren. Ich tippe auf den Bus, weil mehr Gewicht, mehr Auflagefläche, einfach massiger. Nee. Hey. Einfach massiger. Ich bin ja, es ist nicht, immer noch. Er ist nicht schwach, das kann man jetzt nicht sagen. Ja? Ja, vielleicht mit etwas größeren oder breiteren Latschen könnten da natürlich ein bisschen mehr Grip rauskommen, aber... Ach, fein, der hat doch bestimmt Straßenreifen drauf, oder? Sammeln können viele. Die Farbe macht schon. Na, wir gucken hier. Ja, der hat doch Straßenreifen drauf hier drüben. 4 Liter. Wir haben 11. Ja, aber du kennst diese Dinger mit den Ventilatoren diese drin. Diese komischen knatschenden Dinger da. Ja. Die Karotten fressen. Die so Druck machen. Ja. Karottenmühle. Ja. Komische Dinger. Da habe ich 2 von. Und die hatten nur so ein... Bauforum 24 hat parallel auch gedreht. Ah, okay. Dann war das wahrscheinlich sein Kamerateam da hinten. So ein Saugmotor. Okay. So, jetzt schauen wir uns das Spektakel mal eben am Bus an, wie wir ungefähr uns das vorgestellt haben, wie wir den Schlupf befestigen können. So. Hier wird es etwas lauter. So, hier ist die eigentliche Aufnahme. Da haben wir uns aber jetzt hier mal ein paar Schäkel rein. Jetzt haben wir uns schon mal ein Blech davor geschweißt, weil dahinter die komplette Mimik für die ganzen Zahn- und Keilriemen laufen. Wir haben gesagt, falls jetzt der Schlupf von der G-Kasse abspringen sollte, ich dachte, der gut uns da reinhaut. Dann machen wir eben einmal ein Blech davor, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Viele werden mir jetzt auch sagen, aber hier ist der ja viel höher wie bei der G-Klasse. Deswegen haben wir uns jetzt, ja, wir haben überhaupt mit 3 Schlupfen jetzt reichen, also ungefähr. Also, das, wenn er hier vorne stehen würde, würde die G-Klasse nach oben ziehen, da hat er eh keinen Grip. Ja. Deswegen haben wir jetzt 3 Schlupfen genommen und hoffen, dass damit gleich funktioniert. Aber insgeheim, wir wissen ja eh schon, wer gewinnt. So schön wie der Haufen auch ist, aber all die Komponenten, die in diesem Bus stecken, sei es die Reifen, sei es der Lack, sei es Black Racing, ja. Diese G-Klasse hat keine Chance. Allein schon mal Öl drauf ist. Was die G-Klasse ebenfalls nicht hat. Aber würde der natürlich jetzt Black Racing haben? Ja, so, ja, komm jetzt. Ja, komm ran, Jungs. Er soll Black Racing tanken. Warte, in Black Racing. So, jetzt geht's los, oder was? Oh, ja, sag ich doch. Sag ich doch. Jetzt kommt, jetzt, pass auf, ich predikte, dass Herr Bauforum 24 gleich wieder einen ganz kecken Spruch am Start hat. Oh, Alter. Ja, klar, die Masse. Guck dir das an, keine Chance. Keine Chance. Oha, hauer. Da fährt man mit dir und dem weiter, Alter. Oh. Scheiße, ey. Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt, aber er hat ja gerade quasi mit der G-Klasse angefangen, den Bus zu ziehen. Er war ja quasi dann schon im Vorteil. Und dann hat der Bus angefangen, Gas zu geben und hat ihn dann wieder zurückgezogen. Also, das Ding ist, die Masse. Nee, wir machen das nicht normal, weil das Ding ist ausgegangen, alles am Blinken. Ja. Ah. Ja. Ist ausgegangen, dann habe ich jetzt wieder angemacht, weil der Motor. Also, willst du jetzt doch ADAC rufen oder was? Ein Abschlepper? Das glaube ich mir eher andersrum. Bergepanzer. Jetzt, also, wie gesagt, tut mir echt leid. Ich war zufällig hier. Ja. Ich dachte, komm, ne, man ist ja auch nur Mensch und man hilft, wo man kann. Der Wille war da. Sag ich doch, da kommt wieder der klassische Gag am Ende, dass er ja quasi eigentlich nur der ADAC war. Und den Bus abschleppen wollte. Wahrscheinlich. Aber ich sagte, das hat sich verdammt komisch angefühlt. Das hat sich verdammt komisch angefühlt, ey. Ich hab gar nichts mehr gepackt, als das zieht, war ich so. Zieht ich so einmal hin, ihr guckt alle noch am Lachen. Ich so, oh, macht ihr immer noch was? Genau. Irre. Also ich bin einfach in der Untersetzung langsam und ich dachte, das war's schon. Und dann habe ich halt gesehen, dass ich den Bus einfach mal so schön ziehe. Ja. Und dann hat er eingekuppelt und ich denke, scheiße, was ist los, ey? Ja. Hätte ich nicht gedacht, echt nicht. Ich ja. Das sind nur 2,5 Tonnen, ne? Was sind 2,5 Tonnen? Ja, stimmt. Deswegen, er lacht da eigentlich drüber. Aber
Aber ja, also. Aber wenn du Fahrgäste drin hast, das ist ja auch schon viel Gewicht. Aber andererseits ist auch eindrucksvoll, dass der Kollege mal eben ein Gefährt über einen Acker zieht bei dem Rollwiderstand mit 13 Tonnen. Ja. Also welches Auto wird das schaffen? Plus weichen Boden. Ja, plus weichen Boden. Super gut dabei. Und wenn ihr wieder was habt, Problemstellung, irgendwie Bus wieder liegen geblieben oder so, und ich habe wieder was Schönes, dann komme ich mit dem nächsten. Ja. Vielleicht mal wieder Unimog? Unimog wäre spannend. Mit dem G6x6 wäre es was anderes. Ja, klar, du hast dann nochmal ne, eine Achse mehr, zwei Reifen mehr auf dem Boden. Aber ich glaube halt auch, es macht halt, na, das Gewicht macht es halt auch. Na, 6x6 wäre nochmal spannend. Vielleicht gehen das wäre mal interessant. Ja. Ja. Unimog ist, das wäre dann schon. Ja, Unimog zieht das Ding locker, oder? Also Unimog versus Bus, safe. Dann würde ich schon sagen, ja. Kommt ja, klar, ja, klar. Ich würde sagen, war ein super Versuch. Hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Auch für uns, ich hoffe auch für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da abonnieren. So, Leute. Checkt gern Dümmte hier ab. Dumm dich. Dumm dich. Checkt gern Dümmte hier ab.